Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute beginne ich mit diesem Video eine neue Serie, nämlich Mock Update, wo ich euch die geupdateten Versionen meiner Mocks zeige. Da es oftmals so ist, dass ich in den Videos hier nicht die finale Form zeige, sondern noch etwas an dem Mock verändere, oder verbessere. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Militärtransporter aus einem der letzten Videos. Äußerlich hat sich nicht viel geändert. Hier die Panzerung an der Seite ist dicker geworden. Und hier haben wir noch Granatwerfer für Rauchgranaten, damit das Fahrzeug sozusagen in einer Nebelwand verschwinden kann. Der Mechanismus zum Dachabheben ist derselbe geblieben, ist dasselbe Dach. Aber hier im Inneren hat sich einiges geändert. Und zwar habe ich hier, das ist auch eine der Dinge, die passiert hier, die Tür fällt ab. Hier habe ich nämlich den Innenraum ein bisschen aufgeräumt. Vorher waren hier nämlich an den Seiten Haltesteine für diese Trage. Hält sich jetzt nur noch mit diesen kleinen Füßen in diesem Gitterboden. Hier in der Mittelkonsole hinten wurde ein bisschen aufgeräumt, sodass die zwei Sitze hier, also mit den zwei Personen, die hier hinten sitzen, mehr Platz haben. Die Türen hier lassen sich ganz normal schließen wie vorher. Und hier an der Trage habe ich die Haltegriffe abgefeilt, damit die auch mit den neuen Konditionen hier im Innenraum klarkommt. Die wird jetzt einfach reingelegt und reingedrückt und fertig. Türen hier lassen sich auch nochmal schließen. Dach ist auch dasselbe. Und hier vorne an der Motorhaube habe ich jetzt endlich auch einen kleinen Motor eingebaut. Jedenfalls soll das hier einen Motor darstellen. Das sind diese zwei Elemente hier und ein paar Grille, Karosse. Und das soll eben einen Motor darstellen. Kommen wir jetzt zum zweiten Modell. Das ist nämlich der Bomber. Hier habe ich an der Unterseite nichts verändert, aber hier vorne habe ich jetzt statt dem blauen Windschutzscheibe wie zuvor, habe ich jetzt eine auch zu den anderen Scheiben hier passende braune Windschutzscheibe. Ups. Und hier hinten arbeite ich an einem hinteren Ausguck, dass hier hinten nicht Steine sind, sondern eben auch Platz mehr. Ja. Das war's zu den Updates zu meinen Mocks, die zeigenswert sind. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da und man sieht sich beim nächsten Mal.